Herzlich willkommen heute zu einem weiteren Teil des Tutorials. Wir beschäftigen uns heute mit dem MSI Afterburner. Die Links zum MSI sowie zum Magic YUV und dem RTDS River Tuner Statistic Server findet ihr unten in der Beschreibung. Ich werde jetzt nicht explizit hier noch einmal zeigen, wie es runtergeladen und installiert wird. Ich glaube, das solltet ihr selber schaffen. Aber ich nutze dieses Programm hauptsächlich, um meine Let's Plays aufzunehmen. Der MSI hat mehrere Vorteile, aber ich glaube, sein größter Vorteil ist, er ist kostenfrei. Und er arbeitet auch mit anderer Hardware außer der von MSI zusammen. Das heißt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Er braucht aber, glaube ich, eine... Nee, Radeon steht ja auch hier. Also auch sowohl Nvidia-Grafikkarten wie AMD-Radeon-Karten. Die Onboard-Mobile-Grafikkarten, also die werden schon, hier steht zwar offiziell nicht unterstützt, aber ich mache das Ganze ja über ein Notebook und ich habe mit dem MSI noch nie Probleme gehabt. Also sein größter Vorteil ist, er ist kostenfrei. Und ein zweiter großer Vorteil, den erkläre ich euch dann gleich, ist derjenige, dass man unterschiedliche Codecs installieren kann. Und damit kommen wir gleich zum zweiten Punkt, und zwar der Codec Magic YUV. A new lossless Codec for 4K and Multicore. Diesen müsst ihr auch von der Seite hier entsprechend runterladen und bei euch installieren. Macht das bitte zuerst, bevor ihr dann den MSI Afterburner dort installiert. Die dritte Software, die benötigt wird, ist definitiv der River Tuner Statistic Server, denn ursprünglich wäre ja das MSI-Paket, der MSI Afterburner, dazu da, hauptsächlich um Grafikkarten zu übertakten. Der River Tuner Statistic Server, der ist das eigentliche Video Capture, High Performance Video Capture, also er nimmt dann letztendlich tatsächlich die Software auf, eure Let's Plays oder eure Desktop-Software. Ihr müsst aber beides zusammen haben, also nur eins funktioniert definitiv nicht, und zusätzlich diesen speziellen Codec, vielleicht sollte man hier auch nochmal anwenden, ein paar Leute verstehen immer noch nicht die Unterschiede zwischen einem Container und einem Codec, also AVI oder MPEG-4, das sind sogenannte Containerdateien. Innerhalb dieser Containerdateien können sich mehrere Codecs verbergen, zum Beispiel ein Codec für die Videoaufnahme, ein Codec für die Audioaufnahme und ein Codec für Text oder Bilder. Das alles ist dann innerhalb dieses Containers. Unter anderem einer der bekanntesten ist eben AVI. Der eigentliche Codec ist dann der dann wirklich die Datei zur Aufnahme entstellt, zur Aufnahmezeit, die dann in den Codec reingeladen wird. Das sind hier Magic YUV, ist eben ein sogenannter Videocodec. MP3 ist zum Beispiel ein sogenannter Audio-Codec. So, nachdem ihr also den MSI, diesen Codec und den RTSS heruntergeladen habt, bitte zuerst Magic YUV installieren, danach den MSI Afterburner und den River Tuner. So, dann öffnen wir mal den River Tuner und den MSI Afterburner. Der MSI Afterburner, hier oben steht eure Grafikkarte, das ist die von meinem Notebook. Hier kann man eben die Optionen zum Übertakten, also erstmal hier ist ein Monitoring von eurer entsprechenden Grafikkarte und CPU. Hier kann man das übertakten. Ich habe es nicht gemacht, beim Notebook ist das auch relativ kritisch, würde ich mal sagen. Die Kühlung beim Notebook ist eben schon sowieso eine, naja, sehr angepasste Sache, es ist ja kaum Platz drinne. Ich habe es nicht gemacht, aber ist okay. Dazu diente er aber ursprünglich. Starten wir also nun bei dem MSI Afterburner und schauen uns dann einmal meine Settings an.
Kommen wir erst zum allgemeinen Einstellungen. Hier oben noch einmal die Hauptgrafikkarte natürlich. Dann allgemeine Einstellungen habe ich jetzt hier nichts drin. Dann nochmal Hardware-Steuerung, Überwachung aktivieren, die entsprechenden Treiber. Diese Einstellungen kann man so übernehmen. Wir können jetzt hier gucken. Update-Überprüfung, AMD habe ich nicht. Das sind bei mir eben die allgemeinen Einstellungen. Überwachung, das ist schon der erste interessante Teil. Bei der Überwachung könnt ihr sehr, sehr viele Sachen, müsst ihr dann per Haken hier aktivieren, die dann während des Let's Plays in eurem Bild links oben oder rechts unten, wo ihr das haben wollt, entsprechend eingeblendet werden. Da kann man also etliche Sachen hier sich aussuchen. Ich habe bei mir an sich nur die Temperatur der Grafikkarte, die Framerate, die Zeit, die ich bereits aufnehme und die CPU und nochmal meine CPU-Usage, also welche Auslastung meine CPU zum Zeitpunkt hat. Ganz wichtig dann natürlich hier unten, zeige die On-Screen-Einblendung, zeige das Tray-Icon, das kann man dann noch machen. Und wenn es Ereignisse gibt, könnt ihr die auch noch protokollieren. Habe ich jetzt bei mir nicht so eingestellt. Der nächste Punkt ist das On-Screen-Display. Hier gibt es entsprechende Tastaturkürzel, die ihr also als Schnelltasten legen könnt, um es dann aufzurufen. Und eben ganz wichtig, auch bei mir nochmal die Systemzeit. Also einmal lasse ich mir anzeigen, wie lange ich schon aufnehme, obwohl ich daneben immer noch meine Uhr laufen habe. Und ich habe aber auch nochmal die Systemzeit drin. Aber hier kann man eben sehr individuell das einstellen. So, der nächste Punkt ist dann, wenn ihr einen Screenshot machen wollt, habe ich jetzt hier die Minustaste fürs Bildschirmfoto. Ich könnte aussuchen, welches Format der Screenshot haben will, welche Qualität und welchen Ordner es rein soll. Dann ganz wichtig nun der Punkt der Videoaufnahme. Wird bei mir eben über die Plus der 10er Tastatur gestartet. Man kann sich auch noch vorweg Sachen aufnehmen. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Ich glaube, so 5 Minuten, 10 Minuten wird einfach dann noch ein Vorteil genommen. Habe ich nicht gemacht, brauche ich nicht. Also bei mir soll er auch dementsprechend aufnehmen, wenn ich mein Spiel starte. Ein Vorweg brauche ich nicht. Kann man eben auch noch mal einstellen hier in Sekunden. Sehe ich gerade, ich habe das also nicht gebraucht. So, jetzt kommen wir aber ganz wichtig, Einstellung der Videoaufnahmen, und das ist der zweite riesige Vorteil, den der MSI Afterburner neben seinem Kostenfreiheit natürlich hat, ist, wir können die Video for Windows Kompression hier einstellen. Das bedeutet, wenn wir hier draufklicken einmal, werden uns, Moment, da muss ich mal hier mal abbrechen, bleibt erstmal hier, genau, wir machen das hier. Machen das hier und können jetzt mal hier, zeige ich euch mal, man kann diverse Codecs, nämlich die ihr auf dem Rechner habt, hier einbinden. Viele der auch eben der Aufnahmeprogramme, die man auch bezahlen muss, haben schon einen eigenen fest definierten Codec bei sich drin, den kann man auch nicht ändern. Der Vorteil eben, dass man hier jetzt eigene Codecs, wie zum Beispiel Lagaris kann ich hier nehmen, UT kann ich nehmen oder eben jetzt den neuen Magic YGV, ist, dass hier eben ich einen sogenannten Lossless Video Codec benutzen kann. Das heißt, ein verlustfreies Aufnehmen. Das ist eben für die Bildqualität nachher des Videos das Beste, was man eben einstellen kann. Hat natürlich ein bisschen den Nachteil, die Dateien können schon sehr groß werden. Ein 25 Minuten Sherlock Holmes Video zum Beispiel bei mir liegt irgendwo um die 60 GB. Das liegt aber natürlich explizit auch an den Spielen. Je mehr Bewegung im Spiel stattfindet, je mehr Sachen dort dynamisch angezeigt werden, wie bei Ego-Shootern und Call of Duty
oder Rust oder DayZ, desto wesentlich größer werden die Dateien, denn diese ganzen Informationen werden ja von dem Codec mit in die Datei reingeschrieben. Man kann es hier bei der Komprimierqualität noch ein bisschen einstellen, mache ich aber nicht. So, wie habe ich ihn konfiguriert? Hier kann man jetzt nochmal die Settings von Magic Eflow sehen. Bei dem Farbraum habe ich natürlich alle. Ich mache YUV 4.20 ist das Beste, was man für eben YouTube haben kann. Der Farbraum, den YouTube eben auch nutzt. Das ist mein Videostandard hier. Hier, das habe ich weggelassen, brauchen wir alles nicht. So, hier kann ich dann noch Number of Threads 4. Das ist ganz einfach, dass eben möglichst effektiver aufgenommen wird. Der riesige Vorteil eben auch von Magic YUV ist derjenige, dass es den Prozessor nur sehr schwach belastet. Und das ist ja gerade bei Let's Plays, wo wir eben ja mehrere Sachen laufen haben, viele eben noch eben wie auch ich Audi City daneben, also ein Audioprogramm, ein Aufnahmeprogramm, da brauche ich natürlich einen Codec, der möglichst die CPU nicht so belastet. So, hier diese Einstellung kann man für Magic YUV entsprechend übernehmen. Das ist okay. Dann als nächstes hier ist eben, gibt es zwei Containerformate. Das AVI ist das eben wesentlich ältere, aber funktioniert absolut einwandfrei. Alternativ ist Matroska MKV. Ist ein neueres Format. Mit beiden Formaten könnt ihr nachher entsprechend den Film rendern. Qualität natürlich 100%, die ich haben will. Bei mir 16:9, meine Standardaufnahme. Ich nehme mit 30 FPS auf, das reicht. Man muss bedenken, wenn ihr mit 60, könnt ihr natürlich machen, aufnehmen, was ja YouTube zum jetzigen Zeitpunkt ja mal anbietet, aber die Dateien werden auch wesentlich größer. Daran müsst ihr denken, wenn ihr mit 60 FPS aufnehmt, habt ihr eine ziemlich große Datei. Der Ordner, wo es abgelegt wird. So, und hier unten haben wir noch nächsten Punkt, ganz wichtig ist eben hier, Verwenden des dedizierten Encoder-Servers, das ist nämlich der hier, der RiverTuner Statistik-Server, hier muss der Haken gesetzt werden. Dann weiterhin hier unten die Punkte zur Audioaufnahme, ich habe hier mein Wasabi-Gerät, das heißt letztendlich, das ist der Spielsound, also was das Spiel ausgibt, wird hier in die Datei übernommen. Ich kann jetzt hier eine zweite Quelle noch mit übernehmen, wäre zum Beispiel mein Mikrofon, aber das will ich nicht, da ich mein Mikrofon über Audacity aufnehme. Auch ganz wichtig, diese Haken, bitte Multichannel Audio in Stereo Mix, ansonsten könnt ihr nachher Probleme haben, dass der die Tonaufnahme nicht sauber ist. Ja, so, das ist der Bereich der Videoaufnahme, wie er bei mir aussieht. Hier kann ich jetzt noch Profile anlegen, habe ich nicht gemacht. Man kann auch noch hier an der Benutzeroberfläche arbeiten. Brauche ich alles nicht. Diesen Bereich könnt ihr jetzt hier so, wie ich ihn ja gezeigt habe, übernehmen. Ganz wichtig nun eben auch der RiverTuner Statistik-Server. Das sind bei mir die globalen Einstellungen. Diese Dateien, die ihr hier links seht, sind Programme, die auf dem Rechner von mir laufen. Und hier haben wir zum Beispiel Adobe Premiere, habe ich gar nicht drauf. Weiß ich gar nicht, wie er drauf kommt. Die Idol, nehmen wir mal irgendwas, Champa, nehmen wir Chrome Browser, der läuft garantiert. Da müsst ihr drauf achten, alles was hier auf der Seite an Anwendungen steht, das soll natürlich MSI auch nicht aufnehmen. Ein Aufnahmeprogramm wie MSI macht
beim Aufnehmen einen sogenannten Hook oder einen Haken. Es hakt sich sozusagen in das Spiel ein. Nun kann es aber vorkommen, dass es hier Probleme gibt. Denn wenn zum Beispiel eine Anwendung läuft, die überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat, und es gibt so einige auf dem Rechner, dann kann es natürlich sein, dass der Afterburner hier an sich Probleme hat, vielleicht in die falsche Anwendung aufwählt oder sich gar nicht einwählt. Das kann man aber überprüfen, und zwar indem wir hier oben über diese Information streichen, machen das mal auf und sehen jetzt hier Systeminformationen. Ganz interessant für uns ist hier der Bereich aktive 3D-Prozesse. Und das ist ein Punkt, das hier möchte ich ja, Action, das ist klar, mit dem nehme ich gerade auf, das ist natürlich Sinn. Und Facewig läuft hier auch als Prozess. Dann kann ich mal zeigen, das will ich eigentlich gar nicht haben, weil Facewig nimmt selber auf und erstellt die Datei und er braucht sich hier nicht einzubinden. Dann, wenn ihr hier ein Programm findet, was kein Spiel ist, ja, und dementsprechend nichts mit eurem normalen Let's Play zu tun hat, dann markiert dieses Programm bitte, Rechtsklick Kopie, geht hier unten auf Profil hinzufügen, macht das auf, das eben kopierte Programm fügt ihr dort hinzu und macht einfach öffnen. Er findet das selber. Nun wird hier die Facewig-Exe angezeigt und er sagt, er möchte diese nicht finden beim Start. Denn ihr wollt ja nicht Facewig aufnehmen, sondern ihr wollt ja ein Spiel aufnehmen. Beim nächsten Start jetzt des MSI und des Statistik-Servers wird dieses Programm dann hier als aktiver 3D-Prozess verschwinden. Das müsst ihr wirklich mal regelmäßig mal kontrollieren, ob hier Programme drinstehen, die definitiv mit dem Let's Play nichts zu tun haben sollen. So, die Global-Einstellung hatte ich kurz gezeigt. Das sind Yenne. Habe ich sonst noch irgendetwas vergessen? Können wir nochmal hier schauen unter die Eigenschaften, die hier drin sind. Minimiert starten, das ist auch, ob es aktualisieren geht. Ganz wichtig eben, ihr müsst natürlich den dedizierten Serverdienst starten. Ihr müsst das Ganze, sofern ihr natürlich ein 64-Bit-Programm habt, auch die 64-Bit-Anwendungs-Support-Service aktivieren. Hier nochmal zur Benutzeroberfläche, okay, das ist der Standard. Ja, dann würde ich sagen, in diesem Fall habe ich zumindest mal die Einstellungen des MSI Afterburners und des River Statistics Servers euch gezeigt. Magic YV habe ich, könnt ihr auch nochmal nachschauen, wird sich hier unten in den Programmen nochmal verbergen, aber letztendlich ist es dasselbe Schild, was wir auch schon aufgerufen haben aus dem MSI selber. So, ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ihr könnt auch noch natürlich mehrere Profile und sowas einstellen, habe ich jetzt nicht, mich reicht das eine aus, aber das sind die grundlegenden Einstellungen, die ich selber bei mir im MSI Afterburner habe, und damit funktionieren eigentlich die Aufnahmequalität. Ich bin damit zufrieden. Ich habe sicherheitshalber natürlich noch eine Alternative, denn es kann mal vorkommen oder wirklich sein, dass aus irgendeinem speziellen Grund einfach der MSI mit einem Spiel vielleicht auch älterer Natur nicht klarkommt. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, beim MSI selber auch
das über Desktop-Aufnahmen zu starten. Auch der MSI kann also nicht nur das Programm selber, sondern auch eine Desktop-Aufnahme machen. Oder was ich eben habe, ich habe noch entsprechend ein Software mir gekauft, und zwar eben Mirelis Action. Die werde ich dann erst in der nächsten Folge besprechen und die benötigten Einstellungen dann dort zeigen. So, ich hoffe, das war's. Alles Wichtige, was mir zum MSI Afterburner jetzt noch eingefallen ist. Die Links für die entsprechenden Downloads findet ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, euch hier auf dem Kanal auch wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.